So, wie sieht's schon? Hoppla, Mensch. Wie sieht's aus? Ja, hallo, nicht gegeneinander fahren, keine Kollision. Dampfmaschine zieht der Heckranddampfer unter schwerem Rauch hier in Zwischenstadt, zwischen zwei Zeitaltern, zwischen den Dampfmaschinen, die man erfunden hat. Man auch kennt, der hat sowohl Masken, um auch noch gesegelt zu fahren, als auch zwei Seitenräder. Mit einer Dampfmaschine den Vortrieb und die damit verbundene hatte ein Gewicht von 16 Kilo und konnte so circa auf 500 bis 600 Metern Renner dran. Und bis heute sehen Sie den nachher auch nochmal die graue Flotte. Da sind Schiffe dabei. Da sehen Sie gar nicht mehr den Gegner, wenn er Sie mit einer Rakete angreift. Ja, und dann haben Sie noch das ganze Gebäude von 200 vor Christus, die von den Römern gebaut wurde. Und an diesen Schiffen haben bis zu 500 Sklaven waren eingesetzt. Die 188 Bruder, was dieses Original verfügte, anzutreiben. Und selbst damals wurden schon Geschwindigkeiten von 16 bis 17 km/h erzielt, was nur durch Muskelkraft eine ungeheuerliche Geschwindigkeit war. Die Hauptangriffswaffe dieser Rechtsmittel war der Fuß und die Schlagen, an denen entsprechend die Ruder bewegen mussten. Da war schon richtig Muskelkraft gefragt und man nahm von den wirklich aus Stein gemauerten Türen abgeschossen wurden. Und das Ganze ist hier nachgebaut. Und ich denke mal, es ist ein ganz schönes Bild, wenn man sieht, dass das mit den 198 Rudern auch wirklich im Modell funktioniert und auch damit die Richtung ändern kann. Ja, kommen wir zu weiteren Schiffen. Hier die Schulau aus Hamburg, wie Sie sie in den 70er, 80er Jahren in der Elbe sehen konnten als sogenannte fahrende Omnibusse.